Hallihallo und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute mit zwei Quick Easy Hair Tutorials. Eines mit dem Half-Up-Band, den ich hier gerade trage, und eines mit dem Messi-Band. Ich dachte mir, ich filme das Ganze mal für euch, wie ich das so mache. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr doch einfach zuschaut. Ich wünsche euch viel Spaß. So, meine Lieben, wir starten gleich mit dem Half-Up-Bun, in Deutsch auch halber Dutt genannt. Und hierfür braucht ihr nur einen Haargummi, solche Haarnadeln und eine Haarbürste. Ich benutze gerne mal den Tangle Teaser. Und wir starten, indem wir den oberen Bereich der Haare mit den Fingern nach hinten kämmen. Ich benutze nur die Finger, weil ich einen messy Look haben will und das Ganze nicht zu streng wirken soll. Hier lasse ich auch ein bisschen locker und ziehe das Ganze nicht zu straff nach hinten. Dann benutze ich den Haargummi und ziehe den Pferdeschwanz nicht ganz dadurch. Ich mache das Ganze wirklich ein bisschen wild, etwa dreimal rum, damit das Ganze so aussieht. Und dann ziehe ich das Ganze in die Form, wie ich es haben will, und befestige das Ganze mit den Haarnadeln. Ich gebe da wirklich lieber genug Haarnadel rein, damit es auch hält. So, zum Schluss könnt ihr mit eurer Haarbürste hier unten noch ein bisschen tupieren, um Volumen zu geben. Ich habe heute übrigens den Highlighter von der Mrs. Bella Palette drauf, den Unreal Highlighter. Finde ich sehr schön. Wenn ihr das Ganze genug tupiert habt, natürlich auch hinten nicht vergessen. Benutze ich gerne mal mein Moroccan Oil und gebe davon einfach nur ein paar Tropfen in die Spitzen, um dem Haar ein bisschen Struktur zu geben. Ich habe jetzt vor 2 Tagen ein bisschen Beach Waves in meine Haare gemacht. So hole ich das Ganze wieder raus. So könnt ihr mich besser sehen. Und zum Schluss benutze ich noch den Redken Fashionwork Haarspray, um das Ganze zu befestigen. Und dem Ganzen noch ein bisschen mehr Struktur zu geben. Und voilà, schon sind wir fertig mit dem Half-Up-Bun, der super schnell geht und super für den Alltag ist. Und weiter geht es mit meinem zweiten Hair-Tutorial. Nun kommen wir noch zum zweiten Hair-Tutorial, zum Messi-Bun. Auch hier benutzt ihr nur den Haargummi, ein solches Haargummi, Haarnadeln und eine Haarbürste. Auch hier benutze ich meinen Tangle-Teaser. Und wir fangen an, indem wir die ganzen Haare nach hinten kämmen. Auch hier versuche ich nicht zu streng zu arbeiten. Ich will ja einen messy Look.
lockere das Ganze dann noch. Mache hier wirklich weit oben einen Pferdeschwanz mit diesem Haargummi. Dann lockere ich das Ganze. Dann, um mehr Volumen zu erhalten, teile ich den Pferdeschwanz, benutze meine Haarbürste und gebe hier ein bisschen mehr Volumen rein. Sieht ein bisschen crazy aus jetzt. Gebe das Ganze dann um den Pferdeschwanz. Wirklich sehr locker. Gebe diesen Haargummi auch sehr, sehr locker darum und befestige das Ganze mit den Klammern auch wieder so, wie ich das Ganze haben möchte. Hier könnt ihr das Ganze dann noch ein bisschen auseinanderziehen. Dass ihr auch ein schönes Volumen habt. Mir gefällt dann, wenn ich hier vorne noch so ein paar Strähnen im Gesicht habe, ziehe mir die dann einfach hier raus. Um das Ganze nicht zu streng wirken zu lassen. So, ich befestige das Ganze wieder mit dem Redken Fashion Work Haarspray. Zieh mir das Ganze zurecht. Et voilà, hier ist mein fertiger Messy Bun. Den ihr wirklich in 2 Minuten gemacht habt, der super ist, wenn die Haare nicht ganz frisch gewaschen sind, vielleicht an Tag 3-4 nach dem Haare waschen, um das Ganze noch ein bisschen rauszuzögern. Ihr braucht wirklich nicht viel dazu, einfach machen, easy schnell, das Ganze muss auch nicht ordentlich sein. Das ist ja das Prinzip des Messy Buns. So, das waren meine 2 Easy Quick Hair Tutorials für den Alltag für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben und wer mich noch nicht abonniert hat, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Vielen, vielen Dank zum Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!